Hey ho, meine Lieben. Tja, noch habe ich die Tür offen. Die Kohlen feuern an. Der Kamin wird warm. Und erst wenn er warm ist, zieht der Rauch gescheit ab. Deswegen habe ich es hier herin noch etwas stickig. Naja, egal. Fangen wir mit dem Video an. Jo, hallihallo. Das erste Video in diesem Jahr. Das letzte war ja noch vor 12 Uhr aufgenommen. Hat zwar ein bisschen gebraucht zum Bearbeiten, aber naja. Fangen wir erstmal mit dem Positiven in diesem Video an. Was machen wir heute? Wir tun wieder Kesseln. Und zwar mache ich ein Kirschbier, Zwiebelgulasch aus dem Kessel. Tja, und das Ganze aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe da so eine Idee gehabt und die setze ich jetzt um. Ja, das war das Positive. Und jetzt kommen wir zu dem anderen. Sobald ich die Tür zumachen konnte und es hier drin ein bisschen wärmer ist. Tja, Freunde, was ist passiert? Ich bin total frustriert und weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich der Kanal weiterhin für mich lohnt. Ob ich überhaupt noch Lust haben soll, weiterzumachen oder nicht. Mir hat so ein Granateneierkopf gestern Abend seine Umsätze geschickt und ja, ein paar Abonnenten mehr als ich, aber auch nicht viel. Aber dementsprechend viel mehr Aufrufe. Und der Sack hat tatsächlich fast das Achtfache rausgeholt. Oder holt er pro Monat raus, was ich aus meinem Kanal raushol. Jeder, der behauptet, er macht YouTube nur zum Spaß, nicht weil er ein bisschen Geld verdienen will, oder sag mal fast jeder, ich kenne bloß einen, wo ich wirklich sagen kann, mit Sicherheit, dem ist es wirklich scheißegal, der lügt für mich. Und wenn man den Aufwand mal rechnet, was ich hier betreibe für meinen Kanal, und dann sich mal riesig freut, wenn man mal über 200 Euro kommt im Monat mit einem Werbeumsatz, dann muss man sich langsam Gedanken machen. Und das Ganze nach 7 Jahren, ja Leute, ich bin jetzt 7 Jahre dabei, ja gut, 12 Tage fehlen noch. Oder an wie viel haben wir heute eigentlich? Ne? Blödes Handy. Den zweiten. Fehlen noch exakt 12 Tage. Dann habe ich mein 7-jähriges hier auf YouTube. Und ja, bei dem ganzen Einsatz, was ich habe, ist, muss ich mir langsam echt Gedanken machen, ob sich das für mich weiterhin lohnt oder nicht. Spaß habe ich ja eigentlich noch dabei. Naja, entweder ist es das Kanalende, Kanal aus, oder ich starte neu durch. Was könnt ihr als Zuschauer dafür tun, dass ich weitermache? Definitiv meine Videos teilen, 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 in die Welt hinaus teilen. Wenn ihr was Leckeres nachgekocht habt, nachgedatscht habt, nachgekesselt habt, oder so nachgegrillt, ey, teilt es auf Facebook, verlinkt es mich, und ja, nur so kommt man eigentlich zu mehr Abonnenten. Und schauen wir jetzt mal. Also ich weiß es wirklich noch nicht, ob und wie, und naja, wir werden sehen. Schauen wir mal, was für Reaktionen auf dieses Video kommen. Und dann sehen wir weiter. Aber jetzt legen wir los. Werden wir groß. Tun wir kesseln. Ja. Ich habe mir heute extra viel Zeit genommen. Das könnte wieder ein längeres Video werden. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Aber jetzt gucken wir zuerst einmal noch schnell rein,
zu der kleinen, aber feinen Übersicht, die ich schon gemacht habe. Sonst seht ihr das Zeug nicht hier stehen. Und dann sehen wir uns hier direkt am Grill weiter. Und Vorsicht, ja, in diesem Video könnten ein bisschen oder auch ein bisschen viel Sarkasmus wieder aufkommen. Und naja, so ist es halt. Hier noch die kleine, aber feine Übersicht. Absolut geiles Ökofleisch. Rind und Schwein Gulasch gemischt. 1000 Gramm in etwa komplett. Dann habe ich hier Gemüsezwiebeln. Die werden bloß in grobe Ringe geschnitten. Hier noch ein paar geile Bio-Kartoffeln. Natürlich nur Bio-Tomaten. Salz, Pfeffer, Paprika vom Gewürzhändler des Vertrauens. Das beste Rinderfond, was es gibt. Tomatenmark. Dann, was jetzt ernst gemeint ist, Leute, Butterschmalz. Also, der Mist ist zwar scheiß teuer, aber das Zeug schmeckt viel besser. Gut, machen wir weiter. Dann Steinpilze frisch aus dem Wald. Werden noch, nachher noch eingeweicht. Dann natürlich das Kirschbier. Dann nehme ich einen Porter. Habe ich noch übrig gehabt. Und meine Gemüsebrühe. Dieses Mal nicht so stark angesetzt. Tja, und was soll ich sagen? Natürlich alles aus dem Supermarkt meines Vertrauens. Gut, gehen wir raus. Wenn ich die Zwiebeln geschnitten habe, ja, und das hier eingeweicht habe. Die Pilze schneide ich auch noch ein bisschen kleiner. Leute, wir sehen uns draußen wieder. Tja, Freunde, ich sagte es ja schon drinnen. Mit Butterschmalz schmeckt das alles so verdammt viel besser. Solltet ihr vielleicht wirklich mal ausprobieren. Da tun wir jetzt einmal ein Portionchen rein. Mei, oh mei, oh mei. Und ich sapper schon wieder alles voll. Naja. Aber wer Erfolg haben will in einem YouTube-Video, darf keine Fehler machen. Naja, so wurde es mir mal gesagt. Egal, ich zeige alles. Bei mir ist es mehr Entertainment. Oder wie man das sagen möchte. Gut. Sollte ich mir vielleicht noch eine zusätzliche Schüssel holen. Das mache ich schnell und dann, tja, geht's damit aufs Feuer. Zwei Portionen müsste es funktionieren. Und dann brutzeln wir einfach. Und ich zeige euch natürlich nachher das angebrutzelte Fleisch. Oh, wie es brutzelt und zischt. Oh, 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 ja, der Sarkasmus geht weiter. Ja, ich denke schon, dass ich dieses Mal ein paar Röster oben mehr dran bringe. Und egal wie es hinterher aussieht, es ist einfach grandios und perfekt. Während das Fleisch weiter brutzelt, kann man ja noch ein bisschen labern. Leute, was ich gemeint habe mit wer sagt, er ist nicht geil aufs Geld auf bei YouTube, dass die lügen, habe ich selber schon miterlebt. Da sind sie kurz auf YouTube und dann fragen sie mich, ab wann kann man da Geld verdienen? Und wie viel verdient man da? Ja, und naja, gut. Wie gesagt, aber Geld ist nicht alles. Aber es erleichtert die Sache ungemein. Das sieht mal richtig gut aus dieses Mal. Oh, perfekt. Einfach nur perfekt. Ja,
Sarkasmus. Und ich habe mir echt so viel im Vorfeld gedanklich bereitgelegt, was ich hier sagen werde, aber leck. Es soll auch Leute geben, die schreiben sich richtig ein Drehbuch, wenn sie ein Video machen. Ich schüttel sie aus dem Ärmel raus, weil meine Videos sollen absolut ehrlich und natürlich sein. Normalerweise, außer heute, vielleicht, naja gut, ein bisschen Sarkasmus. Aber das wird nichts an dem Ergebnis ändern, was am Schluss hierbei rauskommt. Und auch nichts daran, wie es schmecken wird. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Oh, scheiß Alzheimer. Nee, mir fällt nicht mehr ein. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ach. Ich sag ja alles Bums. Machen wir einfach da drüben hier weiter mit unserem Fleisch. Bevor ich hier jetzt noch mehr Müll verzapfe. Oder auch nicht Müll. Es ist gerade schon egal. Wie wackel da. Schmörre, dröm. Oh Leute, das sieht perfekt aus. Das perfekte Fleisch, ist das geil. Oh, ja, und diese Röstaromen. Scheiße, jetzt war der Kessel heiß. Oh, ja, das reicht mir. Persönlich, raus damit, die nächste Ladung rein. Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass man es zu sehr zusammenschrumpelt oder es vielleicht dann doch noch anbrennt. Und das will ich absolut ganz und gar nicht haben. Aber sieht man das so? Aua, heiß. Aber so schlecht aussehen tut es nicht. Und dann hauen wir unseren Rest rein. Saft und Fleischsoße ist genügend drin. Und dann braten wir den Rest auch noch an. Bevor es dann mit den anderen Zutaten weitergeht. Jupp. Ja, und nebenbei Brust-Donut fressen. Ist lecker. Und gerade zum Fleisch. Aus dem Supermarkt meines Vertrauens. Nicht vom Bäcker. Der soll sich das auch alles noch leisten können. Ab und zu natürlich. Also wenn ich so beim Shoppen bin, nehme ich das einfach da mal mit, wenn ich gerade drauf Bock habe. Und heute hatte ich gerade Bock drauf. Mhm. Die haben auch den Mist wieder ganz geschickt mitten im Gang weggestellt, dass man gar nicht dran vorbeikommt. Naja. Und auch die zweite Ladung. Oh, so perfekt und geile Röstaromen. Ja, Leute, mir reicht es vollkommen. Raus damit. Auf die Seite gestellt und dann fangen wir mit den Zwiebeln an. Fleischsaft und Butterschmalz schwimmt noch genügend drin rum. Dann schmoren wir die mal ganz kurz an, bevor es dann mit den weiteren Zutaten weitergeht. Naja, viel Butterschmalz habe ich noch nicht drin. Da geht schon noch was. Einfach nur kurz anschwitzen und gut ist, dass sie ein bisschen weicher werden. Puh, und mittlerweile wird es mal warm hier drin. Thermometer zeigt schon 23,6 Grad an.
Mmh, oh, dieser Zwiebelduft. Oh. Ja, wo haben wir meine Kelle da? Da mache ich es jetzt ganz einfach. Ich hole mir jetzt die Zwiebeln auch nochmal hier raus. Dann sehen wir wieder mal die leere Schüssel vor uns. Doch, dann kommt eigentlich ja jetzt auch schon wieder der Rest rein. Da hauen wir jetzt noch mal ein bisschen Butterschmalz dazu. Und dann kann man wegpacken. Etwas Tomatenmark. Naja, etwas viel Tomatenmark. Je nach Lust und Laune. Nur gewaschen. Kommen die einfach auch hardcore damit rein. Und auch die Kartoffeln. Tja, und das war dann eigentlich der letzte Schwung einzeln in den Kessel, bevor ja, der ganze Rest gleich kommt wieder. Bisschen gleich noch das Tomatenmark mit verrühren. Und ab aufs Feuer. Naja, nun gut, dann lassen wir das Ganze hier jetzt noch ein bisschen brutzeln. Ja, was? Soll ich schon? Okay, ciao. Telefon, ich soll schon das Bierchen aufmachen, dass man das auch im Video sieht. Das gute Kirschporter, das gibt es glaube ich auch in der Gegend von Taki. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe und mitgenommen habe. Ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir es gleich mit ein bisschen Kirschporter verdünnen? Oder noch nicht? Ja, ein bisschen, dass es schön einreduzieren kann. Machen wir ganz einfach. Schauen wir wieder rüber zum Kessel. Ja, es schmorgelt ganz gut vor sich hin. Das gefällt mir doch so schon mal ganz gut. Dann hauen wir mal einen Schluck von dem Kirschbier rein. Und lassen das noch einfach so ein paar Minuten weiter schmorgeln. So Freunde, ein klitzeklein bisschen fangen sie schon an zum Aufplatzen. Das soll mir jetzt aber auch schon wieder reichen. Dann haben wir gleich unser Fleisch wieder mit rein. Jetzt fangen wir schon mal an mit ein bisschen Mehl. Scheiße, das war alles. Ha! Naja, fangen wir an mit ein bisschen viel Mehl. Aber wir haben ja auch noch das Bier, was mit reinkommt. Dann schmeiß mal dieses Mal doch das komplette Bier mit rein. Ich wollte eigentlich bloß eine halbe Flasche rein donnern, aber naja, wie es halt immer so ist. So, und so lassen wir das jetzt noch ein klein bisschen vor sich hin schmurgeln und karamellisieren. Einreduzieren. Obwohl wir ja auch schon die Pilze inklusive in Wasser mit reingeben können. Das spielt mittlerweile auch schon keine Rolle mehr. Die sollen ja auch noch schön Geschmack abgeben. Und so lassen wir das jetzt weitere 5 bis 10 Minuten, je nach
Schmurgelgrat, sage ich jetzt einmal, von unten vor sich hin blubbern. Sapra Lotte fix, Halleluja, Kreuzzunge, wieder nochmal. Ums Ohrschläger wär's abbrannt. Jetzt tun wir unseren kompletten Rindervorgleich hinzu. Man kann auch Gemüse vor oder Geflügel vor oder was weiß ich hinzugeben. Das ist mir eigentlich wurscht. Dann können wir unsere Zwiebeln wieder komplett mit hineinhauen. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Salz und Pfeffer und Paprika. Kommt natürlich jetzt auch gleich noch mit rein. Oh, oh Leute, wie das lecker schon aussieht. Mmh, oh geil. Jawohl. So. Abschmecken müssen wir das natürlich hinterher noch. Das hier ist jetzt wieder mal alles frei nach Gefühl. Aber da sieht es ja meistens mittlerweile relativ gut bei mir aus. So, das muss reichen erst einmal. Ein bisschen Pfeffer. Tja, und was in jedes gutes Gulaschnei gehört, ist natürlich eine richtige, ordentliche Prise Paprika. Ist das überhaupt Paprika? Ja. Und dann tue ich mal nicht so unbedingt sparen. Hauen da einfach ein bisschen mehr rein. So. Und dann können wir auch mit unserem Gemüse vor aufgießen. Also ich habe jetzt, glaube ich, einen edelsüßen Paprika genommen. Ihr könnt natürlich auch einen schärferen nehmen. Einen rosenscharf. Oder auch noch Chili mit hinzutun. Das ist jedem sich selbst überlassen. Das macht man am besten, wie es einem am besten schmeckt. Da kann noch ein bisschen was rein. Das wird ja mit Sicherheit noch ein bisschen eindicken. Und dann lassen wir das Ganze jetzt einfach noch vor sich hin blubbern. Geh runter, du Zwiebel. Ja, dann vernichte ich dich halt. Boah, geil. Ja. Dann lassen wir das Ganze vor sich hin blubbern. Ab und zu mal reingucken, wegen Flüssigkeit. Wie lange? Ja, ich schätze jetzt mal. Circa noch ein Stündle oder so. Heute erst einmal Andy auf Pause. Bin wieder am Video gucken. Im Moment Fritz Meinecke. Und oh, Leute, das riecht! Das riecht! Ja, es duftet wirklich nicht schlecht. Lecker. Bisschen umrühren, bisschen brodeln. Und ich probiere jetzt einfach mal gleich das Süßchen. Das lasse ich mir aber erst ein bisschen auskühlen. Nicht, dass ich mal die Gosch verbrenne. Wie immer. Also bloß ein klitzekleines Soßenschnapper durch. Also sehr lecker. Ja. Okay, lassen wir es weiter brodeln. Juhu, das Stündle ist um. Und ich werde mir jetzt erst einmal umrühren wieder. Jawohl. Ich habe es jetzt so die letzten 20 Minuten offen gelassen. Ganz einfach, damit es noch ein wenig einreduzieren kann. Und auch, Leute, eine richtige leckere, cremige Soße ist es geworden.
So, käme jetzt hier runter. Und hier hole ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kartoffeln und so raus. Einfach um zu gucken, ob das alles durch ist, ob das alles lecker schmeckt. So. Fleisch, 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 Fleisch. Mmh. So. Und jetzt bin ich... Na? Was hängst du da draußen rum? Und jetzt bin ich ja wirklich gespannt, ob das so lecker schmeckt, so lecker wie es riecht. Mmh, geil. Und das war jetzt nicht übertrieben. Ich war gerade draußen und habe das hier kurz noch in Schnee gestellt. Ja, so viel liegt noch. Einfach, dass es ein bisschen schneller abkühlt, weil ich habe echt keinen Bock mehr, jetzt die Gosche zu verbrennen. Die Kartoffeln werden perfekt. Schauen wir mal, ob das Fleisch weich ist, aber ich befürchte fast, es war die Kochdauer etwas zu kurz. Geht eigentlich. Das war das Schweinderl. Das müsste Rind sein. Es geht. Ein bisschen länger könnte man noch. Gut, ich habe es eh wieder drauf rüber gewedelt übers Feuer. Aber Leute, also das ist jetzt normal Video. Der Geschmack, richtig, richtig geil. Ganz leicht kommt das Kirschbier raus. Aber wirklich nur ganz leicht, merkt man fast gar nicht. Aber das Packel Steinpilze, ey, das hat er mal richtig Geschmack abgeben. Also, ich finde es richtig klasse, schmeckt sehr, sehr lecker. Die Pilze, die Steinpilze, die haben es nochmal so richtig angehoben. Aber wirklich fantastisch. Tja, und jetzt tun wir mal so, als ob wir irgendein anderer Kanal wären. Für mich. Aber das ist lecker. Tja, Leute. Probiert haben wir, gekocht haben wir im Kessel, das ist ja Kochen. Hat hervorragend geklappt wieder. Wunderbar. Und Kessel macht wirklich Spaß. Das Topfen natürlich auch, habe ich ja schon gesagt. Tja. Geil. Also ich freue mich jetzt nachher dann auf drinnen, das so richtig schön zu essen, so richtig reinschaufeln zu können. Yummy. Also die Zusammenstellung von den Komponenten, Zutaten, hervorragend gelungen. Ja, einfach frei Schnauze wieder mal. Ich habe eine Idee gehabt, habe es ausgeführt. Ob es jemand schon mal so gemacht hat, ich habe keine Ahnung, ist mir auch völlig Bums. Tja, ist so. Tja, Freunde, ob es jetzt noch weitergeht oder nicht mit dem Kanal, mir hat das Video
sehr viel Spaß gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich wieder Spaß gemacht, das zu filmen. Ich glaube schon. Ich glaube, eigentlich soll es schon weitergehen. Aber ich hoffe halt auf eure Unterstützung, dass ihr meine Videos mehr hinausteilt. Vielleicht noch ein paar Daumen nach oben mehr gibt. Das wird mir persönlich sehr viel weiterhelfen. Und naja, also versteht das bitte schön nicht falsch, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Geld, aber es ist frustrierend. Es ist einfach nur frustrierend, aber es ist so, kann man nicht ändern und ich werde mich auch nicht ändern. Auch wenn wahrscheinlich jetzt viele denken, ja dann mach halt alles anders und mach dieses nicht und mach jenes nicht und was soll es sein, mach ganz anders. Nee, mach ich nicht. Ich bin, wie ich bin. Ich bleib, wie ich bin. Und wenn, dann macht's mir Spaß, so wie bisher. In diesem Sinne hoffe ich auf viele Daumen nach oben. Macht's das Gericht nach. Ja, und dann kann ich ja schon nicht anders sagen als bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Das ist geil. Oh. Aber gut ist es wirklich.